Was man sicherlich sieht, dass viel der Jugendkommunikation inzwischen von sozialen Kanälen, offenen sozialen Kanälen wie Facebook und Twitter abwandert hin zu anonymeren Kanälen wie Tumblr, wie Smartphone-Apps, Snapchat, Whisper, Secret sind so gerade die neuen Trends, wenn man so möchte, in denen sehr offene Kommunikation halt deshalb stattfindet, weil ich halt gerade damit keine, wenn man so möchte, Beweise für meine eigene oder keine Zuordnung zu mir selber erlaube. Das heißt, man sieht schon, dass die Jugendlichen im Endeffekt verstehen, dass ihr Handeln, dass sie als Jugendliche nicht immer hundertprozentig im Nachhinein gut finden, Folgen haben kann und deshalb einen Großteil dieser, wenn man so möchte, kritischen Kommunikation eben in diese Kanäle senden, wo sie sagen, wo sie durch Anonymität sich zu schützen haben und können. Und insofern besteht da sicherlich im Moment gerade im Anbetracht dieses Trends eine Gefahr, dass eben unter dem Mantel der Anonymität halt sehr viel harschere Formulierungen gewählt werden, als man vielleicht möchte und sehr viel intimere Details geteilt werden, als man im Nachhinein vielleicht für sinnvoll befunden hätte. Aber im Endeffekt kümmern sich die Jugendlichen schon sehr aktiv selber darum, ihr eigenes öffentliches Image und ihre eigenen öffentlichen Daten zu kontrollieren. Und insofern glaube ich also auch, dass sie auch mit diesen anonymen Apps, jeder wird irgendwann mal einen Fehler machen. Insofern, wir werden das nicht komplett verhindern können, aber ich glaube nicht, dass das ein signifikantes Problem wird im nächsten Jahr.